Wusstest du, dass von mehr als 900.000 Biografien in Wikipedia nur 17% Biografien von Frauen sind? Obwohl Frauen in der Forschung deutlich unterrepräsentiert sind, liegt ihr Anteil immerhin bei 29,4%. Schaut man nochmal auf die 17% Biografien bei Wikipedia, ist hier immer noch eine deutliche Schieflage in der Repräsentanz von Männern und Frauen zu konstatieren. Aber was können wir tun, um diese Diskrepanz zu verringern? Heute haben wir ein ganz besonders spannendes Thema für dich, die Wikipedia-Workshops und Schreibprojekte, die dafür sorgen, dass Frauen eine angemessene Bühne bekommen. In diesem Video zeigen wir dir, welche Workshops gibt es von Wikipedia Und wie kannst du dich daran beteiligen? und warum sind diese Projekte so wichtig? All das klären wir jetzt. Also, welche Workshops gibt es in Wikipedia für Frauen? Engagierte Menschen bieten eine Vielzahl von Workshops und sogenannte Editathons, die sich speziell auf Frauen konzentrieren. Editathons sind eine Möglichkeit, sich in einer Gruppe zu treffen und so viele Artikel wie möglich in einer bestimmten Zeit zu schreiben. Auf der Seite Wikiprojekt Frauen werden regelmäßige Treffen sowie Einzelveranstaltungen aufgelistet, die das Thema Frauen in den Mittelpunkt stellen. Diese Workshops decken verschiedene Themen ab, darunter Wissenschaft, Film, Kunst, Geschichte und einiges mehr. Dabei gibt es sowohl lokale Treffen als auch Online-Veranstaltungen. Du kannst also auch bequem von der Couch aus helfen. Schauen wir uns mal ein paar dieser Workshop-Reihen genauer an. Women in Red. Women in Red ist eine Bewegung, die darauf abzielt, das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf Wikipedia zu schaffen. Der Begriff Women in Red leitet sich von der Idee ab, dass rote Wikilinks in Wikipedia auf Artikel verweisen, die noch nicht existieren. Wenn man nach Women in Red in den gängigen Suchmaschinen schaut, dann findet man als ersten Treffer vermutlich einen Hinweis auf den Film von 1984. Das ist sehr weit weg von Wissenschaft. Damit du auf der richtigen Wikipedia-Seite landest, packen wir den Link in die Infobox. Das Projekt konzentriert sich also darauf, diese roten Links zu Frauenbiografien zu verringern, indem Artikel zu diesen Frauen erstellt werden. Damit wird die Repräsentation von Frauen auf Wikipedia verbessert. Die Community kommt für Editathons zusammen, um gemeinsam Artikel zu bearbeiten. Das Projekt legt dabei den Fokus auf Frauen in der Wissenschaft und existiert auch über die Workshops hinaus. So kannst du auch eigenständig Artikel erstellen und dein Edit mit dem Hashtag Women in Red oder dem Hashtag Frauen in Rot abspeichern. Hilfreich kann unser Tutorial zu One Lib, One Ref sein. Wir verlinken es dir in der Infobox. Die Projekte gehen aber auch über die Wissenschaft hinaus. Machen wir einen kleinen Exkurs. Filmfrauen Berlinale Editathons. Wenn du dich zum Beispiel für mehr Präsenz von Künstlerinnen, Schauspielerinnen und Filmemacherinnen einsetzen möchtest, dann bist du bei den Filmfrauen Berlinale Workshops genau richtig. Die Editathons finden regelmäßig vor Ort in Berlin statt und die Anmeldung ist natürlich kostenlos. Der nächste Termin ist übrigens der 16.02.2024. Es gibt noch weitere Projekte. Neben Women in Red und Filmfrauen Berlinale gibt es noch zahlreiche weitere Projekte in Wikipedia. Schau gerne auf der Seite Wikiprojekt Frauen vorbei. Dort findest du alle Formate und kannst sehen, wann der nächste Workshop online oder in deiner Nähe stattfindet. Oder du könntest für bedeutende Frauen in der Wissenschaft, wie zum Beispiel Professor Dr. Alice McHardy oder Manja Maatz, einen neuen Eintrag auf Wikipedia erstellen. Es gibt aber auch Workshops, bei denen nicht nur editiert wird, sondern die gezielt einen Raum für den Austausch zu Fragen rund um Gender und Diversität schaffen, wie zum Beispiel das Format 60 Minuten. Warum sind all diese Projekte so wichtig? Die Projekte wurden ins Leben gerufen, um die Vielfalt und die Leistung von Frauen sichtbar zu machen. Uns liegt dabei die Wissenschaft ganz besonders am Herzen. Egal ob Medizin, Umwelt, Naturwissenschaften oder welche Wissenschaft auch immer.
Durch deine Beteiligung an Projekten wie Women in Red kannst du sowohl dein Wissen teilen als auch deinen Beitrag zur Gleichstellung in der Online-Wissenswelt leisten. Das waren unsere Impulse zur Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft, speziell in Wikipedia. Abonniere jetzt unseren Kanal, gib uns einen Daumen nach oben und teile am besten dieses Video, um die Botschaft der Wikipedia-Frauenprojekte weiterzutragen. Lass uns gemeinsam die Vielfalt auf Wikipedia stärken. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.